Jesus sagt, dies ist ein Krieg mit den Bullen von Bashan. Brich die Flüche und segne. 11. Juni 2019. Worte von Jesus und Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann. Bitte, Herr, besänftige die Herzen derer, die sich uns entgegenstellen. Und erfülle die Herzen der Herzbewohner mit deinen liebenden Gedanken und Gebeten für sie. Amen. Ich bin also immer noch auf dem Schlachtfeld, ihr Lieben. Es sind jetzt einige Tage vergangen und ich komme zu euch mit der Bitte, mir zu helfen. Die Situation ist folgendermaßen. Der Zugang zu unserem Grundstück, den wir immer benutzt haben, wurde von einem der Landbesitzer blockiert. Wir können nicht mehr direkt zum Grundstück gelangen. Und die anderen Wege sind für unsere Fahrzeuge ziemlich schwierig. Und jemand, der den Berg nicht kennt, kann sich sehr schnell verirren. Die Nutzungsrechte für die Zufahrt kamen mit dem Grundstück. Um euch die Situation verständlich zu machen, es wäre, wie wenn ihr in Rente gehen wollt und euch ein Grundstück gekauft und darauf ein paar Gebäude errichtet habt. Ihr spart, um das bauen zu können, was ihr bauen möchtet. Und ihr kommt bei eurer 5 Kilometer langen Einfahrt an und sie wird von einem Tor blockiert. Und ihr wisst nicht einmal, wem das Tor gehört. Bis ihr dann das Schloss abnehmt und der Besitzer des Tores auftaucht und euch unmissverständlich kundtut, dass euer Zufahrtsweg sein Land durchquert und ihr euer Grundstück nicht mehr erreichen könnt. Land, welches ihr gekauft und auf dem ihr 20 Jahre immer mal wieder gelebt habt, bis dieses Tor aufgetaucht ist. Jetzt findet ihr endlich heraus, dass ich keine Heilige bin, da ich fleischlich reagierte und sehr wütend wurde. Was sollten wir also jetzt tun? Sollen wir den Mann verklagen, weil er uns den Weg versperrt? Oder tun wir es so, wie der Herr es möchte, egal wie lange es dauert? Nun, dies ist eine geistige Schlacht zwischen den dunklen Mächten und den Mächten des Lichts. Und wenn wir auf jenem Berg überleben wollen, müssen wir vorbereitet sein. Und dies ist eine wirklich gute Einführung. Also habe ich einen persönlichen Brief geschrieben. Ich musste mich wirklich entschuldigen, da ich meine Beherrschung verloren hatte. Ich war nicht herzlich, nett und süß. Also entschuldigte ich mich bei diesem Grundbesitzer, aber ich habe noch nichts von ihm gehört. Also werden wir mit Gebet und Liebe eindringen, denn die Schrift sagt, bring deinen Bruder nicht vor Gericht. Also werde ich das nicht tun, aber ich werde für sie beten und den Herrn bitten, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und ich brauche auch eure Gebete, ihr Lieben. Bitte lasst mich nicht im Stich. Bitte betet, dass dieses Hindernis beseitigt wird. Wenn es medizinische Notfälle geben würde, wüsste ich nicht, was wir tun sollen. Aber ich wollte euch einfach wissen lassen, dass wir eure Gebete brauchen. Dann begann der Herr zu sprechen. Du weißt, wer dahinter steckt, Claire? Ja, Herr, das tue ich. Es ist der Feind. Deshalb solltest du den Feind ins Visier nehmen und nicht die Seelen, die von ihm beeinflusst werden. Es gibt viele Dinge, die du tun kannst, um ein Happy End herbeizuführen. Das Gebet ist dein Hauptwerkzeug. Fasten, Almosen geben und die direkte Konfrontation der geistigen Welt. Ich weiß, dass du dies nicht tun willst, Geliebte, aber es muss getan werden.
Ja, es ist wichtig, über das Tor zu beten. Bleib standhaft, dies ist dein Krieg und du musst ihn als solchen im Geiste führen. Lass deine geistigen Feinde an wichtigen Orten Boden verlieren. Fürstentümer, Claire, die Bullen von Bashan. Sie sind eine uralte Macht, die gegen Christus kämpfen. Das ist also definitiv eine Festung. Sie stellen sich besonders gegen die geistige Arbeit, die der Herr mit seiner Güte tun möchte. Binden wir also die Bullen von Bashan. Ja, dies ist eine Macht, die nicht zu unterschätzen ist. Du musst die Flüche brechen und Segen verkünden. Sprich meinen Segen über jeden Zentimeter dieser Straße. Bitte um Frieden und Wohlwollen für alle Eigentümer. Bete, dass dort, wo es Flüche gab, Segen fließen wie ein Fluss. Wo Sünden begangen wurden, sollen sie reingewaschen werden. Betrachte diesen Kampf nicht als Kampf mit einem Menschen, denn das ist es nicht. Dies ist die Zeit der Löwin und du hast Löwinnen an deiner Seite. Brüllt Segen und brecht Festungen, Generationsflüche und geistige Blindheit. Vergib uns unsere Schulden, wie wir anderen vergeben, ist ein zentraler Punkt. Groll und Verbitterung haben keinen Platz bei diesem Vorhaben, außer, dass sie euch niederreißen und Türen öffnen, damit der Feind euch sieben kann. Instruiere deine Leute, dass sie weder Verbitterung noch Ärger und Wut zulassen sollen. Stell dir eine friedliche Beziehung mit diesen Männern vor und bete, dass es so kommt. Friedliche Lösungen sind besser als erzwungene. Die Männer, die sich dir entgegenstellen, haben keine Ahnung, wie sehr sie mich verletzen. Es ist nicht einmal in ihrem Universum. Geistige Feinde stacheln sie mit Lügen an. Aber du weißt, dass ich diese Lektionen arrangiere, damit du dich tiefer und näher mit mir verbindest und dass du dich auf mich verlässt bezüglich einer Lösung. Ich möchte nicht, dass du Angst hast, Claire. Ich möchte lieber, dass du ein Leuchtfeuer des Glaubens bist. Ich habe diese Zuflucht zum Wohle aller Männer und Frauen der Welt errichtet. Dies soll als Modell dienen, denn wo immer ein Hirte hinkommt, wird er von jenen angegriffen, denen es an Verständnis mangelt. Und sie füllen die Lücken bezüglich dem, wer ihr seid und wofür ihr hier seid, mit den Lügen Satans auf. Also werdet ihr beweisen müssen, dass ihr ein Freund seid und kein Feind. Ja, wenn du im Voraus für sie gebetet hättest, wäre es nicht so hart gewesen. Aber es gibt eine Vorgeschichte in Sachen Streit und Auseinandersetzungen. Und sie werden von bekannten und unbekannten Arbeitern der Ungerechtigkeit angestachelt. Ich bin aber mit dir in dieser Sache, meine Liebe. Für alles gibt es eine Jahreszeit. Dies ist eine Zeit des Kampfes, ein Testen deines Glaubens. Alle Möglichkeiten sollten in Betracht gezogen werden, aber erst nach dem Gebet. Bereite den Weg mit Gebet und denk daran, dass das, was hinter ihnen steht, das Problem verursacht, nicht sie allein.